bevor unser Gast ankommt. Jede Störung würde die Sequenz beschleunigen. Stupst es einfach mal an oder so. Ich bin Talysra von den Chaldurei, den Nachtgeborenen. Erste Arkanistin am Hof von Suramar. Mein Volk hat einen schrecklichen Pakt geschlossen. Einen, der diese Welt in die Verdammnis stürzen wird. Die Zeit ist knapp. Wenn ihr diese Nachricht gefunden habt, seid ihr auch in der Lage, mich ohne euch wird Azamot fallen. Ihr könntet unsere letzte Hoffnung sein. Idnala Kanesh. Es liegt viel vor uns. Ihr geht voran. Wir folgen. Ab 8, Champion. Das Land Suramar ist schon seit 10.000 Jahren verwildert. Eilt nach Suramar. Ihr könntet unsere letzte Hoffnung sein. Idnala Kanesh. Ich hoffe, jemand da draußen hört zu. Muss in Bewegung bleiben. Verdorrte, ich muss nah dran sein. Rat, du machst!
Wir müssen aufpassen. Die Verdorrten schleichen hier herum, hungrig auf Magie und frisches Fleisch. So ergeht es allen Nachtgeborenen ohne den Nachtbrunnen. Und auch mir, es sei denn... Gebt Acht! Erat Omnas! Der Barriere wird die Kraft entzogen! Ich werde schwächer. Wir müssen... nicht. Ich muss mich ausruhen. Wir sind nur so stark wie unser Wille. Vor 10.000 Jahren war unsere Stadt das strahlende Juwel des Nachtelfenimperiums. Suramar. Jahrhundertelang erblühte unser Volk, bis die Legion kam. Hingerissen von ihren Versprechungen, betrog uns unsere Königin und stürzte die Welt ins Chaos. Die nahende Vernichtung trieb uns zu einer verzweifelten Entscheidung. Wir beschworen einen mächtigen Schild zum Schutz unserer geliebten Stadt. Mit Erfolg. Die Jahrhunderte verstrichen. Ohne Mond. Ohne Sonne. Um zu überleben, bedienten wir uns des Nachtbrunnens. Ein Quell der Macht im Herzen der Stadt. Mit der Zeit änderte er uns. Und letztlich lockte er die Legion erneut an unsere Tore. Sie boten uns einen Handel, den Nachtbrunnen für unser Leben. Die Ältesten planten, sich zu beugen, doch einige von uns erhoben sich. Wir scheiterten. Jetzt herrschen diese Teufel über Suramar. Und der Fluch des Nachtbrunnens verdammt uns zu verdorren. Während meine Stadt brennt. Aran Arcana. Grüße. Die Schaldorei werden erlöst.
Unsere Isolation ist vorbei. Suramar muss frei sein. Der Nachtbrunnen ruft mich. Wo sind wir hier? So eine Kammer habe ich noch nie gesehen. So dunkel. Lala! Viel besser. Alte Teleporter. Fast wie die in Suramar. Sie scheinen inaktiv zu sein. Lasst uns unten nachschauen. Passt gut auf. Seltsam. Der Boden ist eine Art Karte. Und wir der Mittelpunkt. Aber auf jeden Fall wird Leylinienenergie von irgendwoher in diese Kammer geführt. Wozu wird diese Energie benötigt? Für eine Waffe? Und wie lange mussten ihre Hüter sie bewachen? Die Fragen werden immer mehr. Auf jeden Fall wissen wir, dass die Verdorrten diesen Ort gemieden haben. Und niemand aus dem Palast wird hier nach uns suchen. Die perfekte Zuflucht und eine Art Zuhause bis zur Rückkehr nach Suramar. Zuerst brauche ich Verbündete. Ein Tag nach dem anderen. Vertraut nicht jedem. Anrata Adore. Die Schaldorei werden erlöst. Die Schutzzauber wehren die Verdorrten wirksam ab, haben jedoch keine Auswirkungen auf die Klein- und Wildtiere dort draußen. Die Nächte sind hier besonders laut. Ich genieße jedes bisschen Schlaf, zu dem ich komme. Morgen muss ich mich nach Versuchsexemplaren umsehen. Tag 9. Noch immer kein Erfolg bei der Kommunikation mit den Verdorrten. Dieser Fehlschlag hat nichts mit der Fähigkeit an sich zu tun, sondern lediglich mit dem erzielten Fortschritt.
Tag 14. Das neue Subjekt Nummer 16 ist besonders. Seine arkane Essenz ist versetzt mit einer mysteriösen Kraft. Ich nenne ihn Terin. Tag 16. Durchbruch. Mit Terins Essenz als Basis konnte ich einen Zauber erschaffen und die Verdorrten beruhigen. Meistens jedenfalls. Tag 24. Wurde heute Nacht von einem bewaffneten Nachtelfen geweckt, der mich über die Verdorrten ausfragte. Ich sagte ihm, dass ich nach einem Gegenmittel forsche, und er verschwand wieder. Tag 33. Wenig Agra. Terin macht tolle Fortschritte. Shallan bleibt stur. Kristalle sind immer schwerer zu finden. Tag 40. Ein riesiger Ettin war in meiner Werkstatt im Anwesen der Korallun. Habe ihn mit Magie verscheucht. Befürchte, er wird zurückkehren. Tag 50. Der Himmel hat sich schwarz gefärbt. Dämonen überall. Und dieser endlose Hunger. Versuchsexemplare freigelassen. Ich kann sie nicht mehr beschützen. Mein Zauberstein.
Jemand soll damit meine Arbeit fortsetzen. Der Nachtbrunnen ruft mich. Ich werde einen Bereich für die gefangenen Subjekte vorbereiten, während ihr unterwegs seid. Thank you.
ist weit genug. Nun, ihr seid nicht vom Palast und ihr seid kein Dämon. Wenigstens nicht durch und gebt euch zu erkennen, bevor ich euch in die Tiefen des großen Meeres teleportiere. Ich hatte euch gewarnt. Tel Vasha! Hexenmutter befiehlt es!
Das ist weit genug. Nun, ihr seid nicht vom Palast und ihr seid kein Dämon. Wenigstens nicht durch und gebt euch zu erkennen, bevor ich euch in die Tiefen des großen Meeres teleportiere. Was ist das? Eine Münze? Die Dämmerlilie. Das ist das Siegel der ersten Arkanistin. Ist sie am Leben? Wir haben also immer noch eine Chance. Kommt schnell! Ich brauche eure Hilfe. Ach ja, die Falle. Nethana! Was habt ihr entdeckt? Der Teleporter ist direkt da draußen. Aktiviert ihn erst, dann betretet die Plattform. Alle Teleporter funktionieren auf dieselbe Weise. Benutzt sie, um die Ausrüstung zu finden. Das stimmt nicht. Ich habe eure Position verloren. Wo immer ihr seid, es ist instabil. Die Telemantie wird nicht lange halten. Eine seltsame Entdeckung. Aber ihr werdet die Ausrüstung, die wir brauchen, nicht da drin finden.
dorthin schicken solle. Wartet, ich rufe euch zurück. Hättet bereits zurückgerufen werden sollen. Was immer ihr gerade getan habt, es hat euch mehr Zeit verschafft. Gute Arbeit. Bringt sie zu mir in die Werkstatt. Niemand fordert uns ungestraft heraus. Wo soll es denn hingehen? Es geht voran. Ich bin direkt hinter euch. Wir sind da. Meine alte Zuflucht. Seltsam. Die Verteidigung ist inaktiv. Eindringlinge, wie ist das möglich? Gut, wenn wir genug Spulen überladen, setzen wir das ganze System außer Gefecht. In der Kammer da unten gibt es noch mehr Spulen und noch mehr Eindringlinge. Twen, ich hätte eigentlich euer unverwechselbar einfältiges Herumfuschen an meinem Netzwerk erkennen müssen. Sieh an, ihr scheint mir ziemlich ausgemergelt zu sein, verehrter Lehrer. Esst ihr auch genug? Ah. Ihr solltet stolz sein. Euer Werk wird uns dabei helfen, jeden Winkel unserer uralten Länder zurückzuerobern. Ich kümmere mich um Twen, ihr um die Spulen. Ah. Seht es ein, alter Mann.
Ich habe euch übertroffen. Das Krümmungsfeld funktioniert guter nicht. Trick. Wo habt ihr uns hingebracht? So um euren Körper zu kosten. Instabiler. Aber was, wenn der Raum bereits instabil ist? Mein Krümmungsfeld funktioniert nicht. Wo habt ihr uns hingebracht? Instabiler Raum. Anrata, Amtal, oh, Tandros! Meine Kräfte schwinden. Twelver, du hast ihn auf die leichte Schulter genommen. Meine schreckliche Schülerin. Anna Menos. Grüße. Vertraut nicht jedem. Anrata Ador. Okuleth! Er verdorrt! Unsere Isolation ist vorbei. Suramar muss frei sein. Wo soll es denn hingehen? Ich sehe wieder klar. Okkult, könnt ihr die Teleporter in dieser Kammer reparieren? Ich bin schon dabei. Wenn die Untersuchung abgeschlossen ist, haben wir unsere erste Verbindung. Prüfen, beobachten, wiederholen. Wir sind nur so stark wie unser Wille. Der Nachtbrunnen ruft mich. Die Schaldorei werden erlöst. Grüße.